Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Pickup-Folge auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich immer noch nicht mein Licht so richtig hier in Ordnung gebracht habe. Hier ist immer noch so ein bisschen Schimmer drin, aber ich denke, das ist für heute erstmal egal. Ich habe heute wieder einige coole Blu-rays hier, die ich euch zeigen werde. Ich weiß natürlich in etwa noch, was ich mir so bestellt habe, wieder bei eBay. Und da ist wie immer wieder mal ein geiles Highlight dabei. Das zeige ich euch natürlich zum Schluss. Aber wir fangen direkt mal an. Und zwar mit dem ersten Paket. Das kam aus Österreich. Das Paket habe ich mir tatsächlich nur eigentlich wegen einer Blu-ray bei ihm gekauft oder bei ihr. Oh, okay, nochmal eingepackt. Das Ganze ist nochmal verpackt, das ist cool. Ich habe, wie gesagt, nur wegen einer DVD, Blu-ray eigentlich das Ganze bei diesem Hersteller geholt. Bei diesem Hersteller, bei diesem Verkäufer geholt. Und schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Oh, mein kleiner Batman ist wieder da und beschwert sich, dass er keine Aufmerksamkeit bekommt, wie immer. Nicht wundern, er wird wahrscheinlich gleich hier auf den Tisch springen. Ich hoffe, dass er nicht auf der Tastatur rumspringt, weil dann wird das interessant. Jetzt hat er das hier irgendwie zusammengeklebt. Okay. So, deswegen habe ich es mir nicht geholt. Homefront ist ein 0815-Film, so wie ich bis jetzt mitbekommen habe, habe ich noch nicht gesehen, deswegen ist er auch mal dabei. Dann You Kill Me, davon habe ich noch nie was gehört. Den habe ich mir mitbestellt, weil Ben Kingsley und Luke Wilson dabei sind. Und hier habe ich mir noch Almodóvar, Volver, Zurückkehren steht hier drauf. Den habe ich mir mitbestellt, weil ich ihn für einen Euro bekommen habe. Penelope Cruz ist dabei. Und er ist neu. So, dann müsste jetzt die Blume dabei sein, weswegen ich mir das Ganze hier geholt habe. Es ist wieder zusätzlich eingepackt. So. Okay, das ist es nicht. Okay, das ist dann als letztes drauf. Und zwar Premium Rush, den habe ich vor einiger Zeit, als er rauskam, vor 10 Jahren müsste das etwa gewesen sein, habe ich den schon mal gesehen, fand den eigentlich ganz gut, geht glaube ich 90 Minuten etwa, ist eigentlich den 90 guten, echt gute Unterhaltung, kann man sich gut angucken. Und ein Film mit Ellen Page, den ich auch noch nicht gesehen habe, Roller Girl. Kann man sich bestimmt mal angucken. Und jetzt, weswegen ich mir das Ganze hier geholt habe, weil ich günstig hier Oldboy bekommen habe, den ich noch nicht gesehen habe. Ich habe schon oft gehört, Oldboy, das ist das Original. Den müsst ihr euch angucken, nicht das Remake. Das Remake soll furchtbar schlecht sein. So, dann müsste das hier, okay, das ist noch nicht das Highlight. Das Highlight ist wieder einzeln gekommen. Okay, Batman macht sich schon mit den Verpackungen bekannt und reißt die schon kaputt und auseinander. Das ist schon okay. Cool. So. Jetzt holen wir raus. Ja, das war auch cool. Und zwar, wieso finde ich bei dem heute überall Tesa ohne Ende? Und zwar fand ich das cool. Die Reise zum Mond habe ich als Blu-ray bekommen. Einer der ersten ganz großen Kinofilme, die so rausgekommen sind, den kannst du dir hier, glaube ich, in Farbe und in Schwarz-Weiß angucken. Bitte, aus. Wieso beißt du mich? Und cool bleibe. Ja, wie gesagt, ich glaube in Schwarz-Weiß und in Farbe. Und ist zusätzlich, Batman macht hier gerade einen riesen Palaver. Ich weiß nicht, ob man es hört. Von George Méliès. Cool, werde ich mal auf jeden Fall angucken. Dauert, geht auch nicht lange, der Film. Aber echt,
Zu seiner Zeit, wann war das genau? Es war. Steht hier nicht drauf. Gedreht im Jahr 1902 und das ist tricktechnisch einfach eine Revolution gewesen der Filmgeschichte. Wer sich ein bisschen für Filmgeschichte an sowas interessiert, der muss diesen Film einfach in der Sammlung haben. Dann hast ich auch, ja, ich weiß, Schande über mein Haupt, auch noch nicht gesehen. Dawn of the Dead. 0815 Film, den jeder schon mal geguckt haben muss. Ich habe ihn jetzt endlich bekommen im Director's Cut. Jetzt habe ich ihn da. Was ist das? Überall Tesa dran. Was macht man sowas? Irgendwie mit Tesa zusammengeklebt. So, das habe ich mir bestellt, weil es irgendwie cool aussah. Aber ziemlich trashig. Irgendwie trashig wirkt. Und zwar Waxwork, Reise zurück in die Zeit. Sah ultra interessant aus. Ich habe den dann, glaube ich, bei ihm auch noch für 1 € irgendwie bekommen. Ey, hopp, also musste sein. Und weswegen ich bei diesem Verkäufer bestellt habe, ist für eine Handvoll Dollar, den wollte ich unbedingt in der Sammlung haben. Das ist ein echt geiler Film. Für ein paar Dollar mehr habe ich noch nicht gesehen, aber ich wollte zuerst den hier nochmal in der Sammlung haben, nochmal gucken und dann bestelle ich mir noch die für ein paar Dollar mehr Fortsetzung, um das Ganze dann zusammen nochmal zu schauen. So, jetzt kommt ein großes Paket. Das sind schon mehrere kleinere Highlights. Andere, das richtige Highlight kommt zum Schluss natürlich. So, Moment. Da habe ich eine große Bestellung gemacht. Eine kleine Großbestellung. Also ich glaube, er ist bestimmt gut ausgepolstert hier. All die Weile. Hier sind lauter Steelbooks drin. Dieser Verkäufer hat nur Blu-ray-Steelbooks, ich glaube, es waren wirklich nur Blu-ray-Steelbooks, bei eBay drin gehabt, alle für Auktion. Ein paar davon habe ich zu einem sehr günstigen Preis bekommen, ein paar davon zu einem Normalpreis und ich glaube, drüber habe ich eigentlich nichts bezahlt. So. Kurz das Mikrofon getatscht. So, und zwar haben wir hier zuallererst die Blu-ray Steelbook zu 22 Jump Street. Finde ich sehr cool. Habe ich schon lange nicht mehr geguckt, genauso wie 21 Jump Street. Oh, dann das erste Highlights der Steelbook-Sammlung. Oh, die sieht noch sehr gut aus. Ja. Und zwar Heat habe ich letztes Jahr das erste Mal auch geschaut. Geiler Film. Leute, geiler Film. Müsst ihr euch angucken. Selbst für Leute, die nicht so auf Gangstergeschichten und so stehen, der ist echt der absolute Hammer. Eine Ansammlung von großartigen Schauspielern, das ist der absolute Wahnsinn. So, hier, den habe ich günstig bekommen. Hard Powder mit Liam Neeson. Der konnte ich nicht nein sagen. So, den habe ich auch sehr günstig bekommen. Kostet, glaube ich, allgemein auch nicht viel. Und zwar ist das ein Hellboy Steelbook. Das müsste im Director's Cut ist das Ganze von 2009. Das ist dann der alte Hellboy. Sehr, sehr cool. Aber dann, ja, darauf habe ich schon gewartet. Das Steelbook ist auch nicht teuer im Allgemeinen. Habe ich auch dementsprechend günstig bekommen. Und zwar Gladiator.
Den gibt es bestimmt auch eventuell in einem Mediabook, das mir gefallen könnte. Einer der besten Filme aller Zeiten. Einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Schade, dass es da nicht ein besondereres Steelbook dazu gibt. Zumindest was ich gesehen habe. Aber damit bin ich jetzt vorerst mal sehr, sehr zufrieden. So, dann kann ich habe ja Hangover 2 schon im Steelbook. Habe ich hier endlich Hangover 1 im Steelbook. Das heißt, die Trilogie ist schon mal zu zweit. Dann nochmal ein günstiges Steelbook, das es im Allgemeinen für 1, 2, 3 Euro gibt. Und zwar Green Zone mit Matt Damon, habe ich auch noch nicht geguckt, kann ich dann jetzt mal schauen. So, dann den könnte ich glaube. So, sorry Leute, irgendwie hat gerade meine Kamera sich woanders angemeldet in einem anderen Programm. Aber jetzt geht's auf jeden Fall weiter und zwar mit The Gunman. Kenne ich nicht, schaue ich mal rein. So, als nächstes. Ah, meine Will Smith-Sammlung wird erweitert. Da habe ich mich entschieden, im Bestfall jetzt eigentlich nur noch Steelbooks zu holen, weil Will Smith-Filme sind. Bin damit aufgewachsen. Ich finde die einfach im Allgemeinen toll. Diese Banderolen kommen weg. Was die sollen, weiß ich nicht. Brauche ich nicht bei einem Steelbook. Und zwar Gemini Man. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt langsam Zeit. Oh, so langsam geht es dann auch ein bisschen an die Highlights. Das möchte ich vielleicht später zeigen. Dann könnte ich mal hier noch weitermachen. Mit dem Film, den ich noch nicht gesehen habe, und zwar The Gambler mit Mark Wahlberg. Mark Wahlberg ist ja jetzt nicht gerade mein Lieblingsschauspieler und den habe ich mir jetzt halt geholt, weil ich ihn für 2, 3 Euro bekommen habe. Ich habe echt bei dem schon ein paar Schnäppchen gemacht. Also 2 Euro für ein Steelbook, 3 Euro für ein Steelbook ist ja schon echt in Ordnung, je nachdem, was es für uns ist. 21 Jump Street, habe jetzt beide als Steelbook, sehr geile Sache. So, das will ich noch nicht zeigen. Was haben wir hier? Ah, das kann man noch zeigen. Und zwar noch ein Film, den ich nicht kenne. Ja, ich bestelle mir im Moment jede Menge Filme, die ich noch nicht kenne. Das hier hinter mir. Hier habe ich auch fast erstmal nur Filme drin stehen, die ich noch nicht kenne. Außer Highlights, die ich mir halt, Lieblingsfilme, die ich mir nachbestelle. Bis jetzt, ich habe mir ja meine Sammlung von DVD auf Blu-ray umgestartet und habe mir eben einfach viele, viele Filme geholt, die ich noch nicht gesehen habe, damit ich auch was Neues kennenlerne. Und das andere kann ich mir ja Zeit für Zeit nachholen. Fox. Habe ich das jetzt gezeigt? Foxcatcher, wie gesagt, kenne ich nicht. Schon, ja, mal. So, dann. Ach, genauso wie. Es müsste. Ja, genau, First Man. Das Steelbook, wo ist denn hier vorne? Ach, das müsste vorne sein. Ah, hier sind schon Kratzer. Oder? Ah, es geht. First Man, auch noch nicht geschaut, bin ich sehr gespannt drauf. Den würde ich auch gerne mal sehen. So, und wie sieht das da jetzt aus? Frequencies, noch nicht gesehen, habe ich mir mitbestellt. Vielleicht spielt da überhaupt jemand mit, den ich kenne. Das war auch so ein 2-Euro-Titel. Leute. Ja. Und jetzt kommen die zwei Highlights aus dieser Sammlung. Geil. Also, das war definitiv kein 3-Euro-Titel, aber die musste ich haben. Und zwar
in Pop Art Steelbook Ghostbusters 1. Ghostbusters ist einfach der Hammer. Bin ich mit aufgewachsen. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Das CGI hat einigermaßen überlebt. Es hat riesen Spaß gemacht, früher diese Filme zu gucken. Und deswegen habe ich mir nicht nur Ghostbusters 1 geholt, sondern auch Ghostbusters 2 im Pop Art Steelbook. Wahnsinn, oder? Wie schön das ist. Das muss irgendwo ausgestellt werden. Das kannst du nicht hier hinten ins Regal rein, seitlich und dann. Nee, das geht nicht. Das muss richtig schön ausgestellt werden. Wir werden jetzt hier. Moment, hier hinten habe ich ausgestellt. So, seitenverkehrt. Hier hinten habe ich ausgestellt. Und solche Wände habe ich auch noch zwei im Moment. Und dann kommen noch ein paar andere. Das zeige ich euch aber in meinem anderen Video. Das war's mit dieser großen Sammlung. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight dieses Videos, neben den zwei Ghostbuster Steelbooks. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Und zwar geht es hier um einen Film, der sowieso schon als Blu-ray, als DVD schlecht zu bekommen ist. Es geht hier um einen Film, der auch als Steelbook, glaube ich, gar nicht irgendwie existiert. Es geht hier um einen Film, der hauptsächlich fast schon, glaube ich, als Mediabook verkauft wurde. Und das auch ultra selten. Oder auch vielleicht gleich verkauft wurde mit den normalen Blu-rays, aber auf jeden Fall sehr, sehr selten ist. Und bis auf dieses Angebot habe ich dieses Mediabook auch noch nirgends gesehen mit diesem Cover. Sehr gut eingepackt. Sehr, sehr gut eingepackt. Sehr, 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 sehr gut eingepackt. Hört gar nicht mehr auf. So. Das ist wunderschön. Das ist einfach wunderschön. Ein Film, den ich schon ewig lange auf der Liste hatte zu schauen. Den ich dann das letzte Jahr das erste Mal gesehen habe. Mit ganz viel Lobeshymnen von Alba Cinema Strikes Back und von Schröck von Kino Plus habe ich mir angeguckt und der Film hat mich fertig gemacht, weil er optisch einfach Wahnsinn war. Die Story hat mich mitgenommen. Ich bin ja sowieso so ein Typ, Filme hochemotional mit ein bisschen Story, die funktioniert, nimmt mich das komplett mit. Und deswegen hier Vergiss mein nicht im Steelbook. Cover steht hier nicht drauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Cover habe ich bis auf dieses Angebot noch nirgends irgendwo gesehen. Ich glaube auch nicht, dass ich das, also da müsste mir schon irgendjemand eine Menge Geld bieten, dass ich das hier verkaufe. Es ist die Nummer 194 von, ich glaube auch hier 333, die verkauft wurden. Ich glaube, ich kann diesen Film nicht öffnen. Also, ich kann mir es im Moment einfach gar nicht vorstellen. Beim Watchmen bin ich schon eher dabei, auch wenn das auch ein Cover hat, das man nicht oft sieht. Aber das ist doch... Dieses Cover ist einfach der absolute Hammer. Im Moment weiß ich gar nicht so richtig, wie ich das ausstellen soll. Ich müsste mir eine Vitrine kaufen für dieses Cover alleine. Das ist so wunderschön.
Ach, der absolute Hammer. Na, liebe Leute, schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare, was ihr von meinen heutigen Pick-ups haltet. Picks habe ich hier hoffentlich keine News oder so online gestellt. Ich bin schon ganz nervös, hoffentlich habe ich doch nichts gemacht. was ihr von meinen Pickups haltet. Ansonsten schreibt mir auch gerne einfach nur eine Benotung von meinen Pickups, Note 1 bis 10 oder auch einfach nur vergiss mal nicht, was ihr von dem Film habt, von diesem Film haltet. Also ich bin ganz nervös, merkt ihr das? Ganz nervös. Was ihr von diesem Pickup haltet, 1 bis 10. Wir sehen uns das nächste Mal. Denkt dran, abonnieren, gefällt mir, drücken, ein Like, Daumen nach oben hilft mir weiter. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.